Und, Entschuldigung. Geh auf. Natürlich hat er Whisky getrunken. Überhaupt nicht Klischee. Gut. Machen wir denn da? Was ist das? Dein Inhalat. Noch mehr Alkohol. Nee. Aha, seine Marke. War der mal bei der Polizei oder ist das so also eine Detective-Marke? Okay, dann Freunde, aufstehen, aber bitte. Und es regnet, es hört nicht auf zu rechnen. Euer Spiel heißt ja auch nicht Heavy Sunshine. Was sucht er denn da drin? Da ist der Alkohol. Da können wir auch sitzen. Ja, da ist... Ja. Sein Büro oder sein... Oh ja, er war mal bei der Polizei. Okay, United States und in der Army. So. Das ist, ne, ich schreibe jemanden, ich rufe dich in der... Ich habe gerade jemanden angerufen und da meinte ich so, ich rufe dich in der Stunde an, als ich gemerkt habe, okay, erreiche ich nicht. Und ich starte jetzt eine Aufnahme. Völlig egal, die Nachricht ist egal, rufen trotzdem an. Sorry dafür. Er hat auch die Karte, aber der hat nichts eingetragen. Aber wahrscheinlich dient die Karte hier auch in anderen Zwecken als die FBI-Karte. Was? Oh, Büro und Schlafzimmer. Da ist sein Bild. Das ist er, ne? Ja. Aber warum versteckt er das? Shelby, wer klingelt denn da? Na, Freunde. Wo ist denn die Eingangstür? Oder da was geht? Wer ist da? Ich sollte mich doch melden, wenn mir was einfällt. Kann ich rein? Ah, klar. Weiß ich, wer das ist. Prostituierte. Mantel. Ich nehme den Mantel. Obwohl sie das auch selber könnte. Ja. Ein Drink? Gerne. Ein Wasser. Bitte. Setzen Sie sich. Müsste im Küchenschrank sein. Lauren heißt sie. Ich habe nicht damit gerechnet, sie nochmal zu sehen. Was will sie? Ja, sie will noch irgendwas sagen, wahrscheinlich. Nö. Ich würde Lisa immer nach oben packen.
Ja, moin. Danke. Bitte. Damit sie auch schön runterfallen können, also die Gläser, ne? Wenn sie oben sind. Ja. Reden. Okay, wir setzen. Mir ist etwas eingefallen. Vielleicht ist es nichts. Aber ein Brief kam an dem Tag, als Johnny verschwand. Ein Brief? Was für ein Brief? Er war für Johnnys Vater. Ich weiß nicht, was drin stand. Er hat ihn gelesen und war weg. Danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Und Sie glauben, der Brief hat etwas mit Johnnys Tod zu tun, richtig? Fällt Ihnen zu dem Brief noch etwas ein? Das könnte so ein Brief sein. Ich habe den Umschlag die ganze Zeit aufgehoben. Wie er auch für Sean verschickt wurde. Okay. Abgeschickt aus dem Carnaby-Bezirk. Ein Tag vor Johnnys Verschwinden. Nichts Besonderes. Außer vielleicht der Adresse. Die Adresse? Von einer alten Maschine. Könnte ein Hinweis sein. Ihr macht doch den Brief auf, Mann. Danke für Ihre Hilfe. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Ich kann nicht tatenlos rumsitzen, während Sie den Mörder meines Sohnes suchen. Ich habe viel nachgedacht und ich will mitmachen. Bei der Ermittlung helfen. Okay. Diplomatisch. Sie können mir nicht helfen, Lauren. Das ist keine gute Idee. Wirklich. Wenn Sie ablehnen, behalte ich den Brief. Es ist Ihre Entscheidung. Gefährlich. Hören Sie, Ermittlungen wie diese sind gefährlich. Ich kann mich nicht auch noch um Sie kümmern. Also wie viele Hinweise haben Sie, Mr. Shelby? Dieser Umschlag ist vielleicht Ihre einzige Spur. Verstehe. Eine dumme Idee. Dann entschuldigen Sie die Störung, Mr. Shelby. Halt! Also nicht, dass ich es ihr nicht zutraue. Sie sind schon was Besonderes. Hut ab. Aber so eine kleine Einweisung... Ich bin eine Mutter. Eine Mutter, die den Mörder ihres Sohnes finden will. Also, sind wir Partner? Auf jeden Fall. Partner. Sehr gut. Okay, wo sind wir jetzt? Sie bleiben besser im Wagen. Wir sind Partner, oder? Wenn Sie gehen, gehe ich auch. Das stimmt. Und vielleicht haben wir jetzt auch in der Schlägerei eine Chance, wenn sie uns hilft. Ist ja, wie wir uns bisher geschlagen haben. Was tun wir hier eigentlich? Wir kommen wegen Gordy Kramer. Kramer? Oberboss von Kramer Construction? Sein Sohn. Er soll der Origami-Killer sein? Im Moment soll er nur ein paar Fragen beantworten. Seht ihr das, wie der Regen so ein bisschen an ihm abperlt? Das ist ein kleines Detail, aber finde ich geil. Dumme Idee, Lauren mitzunehmen. Ach was. Partner sind nichts für mich. Nur um den blöden Brief zu bekommen. Der Sicherheitsmann hat sein Geld verdient. Scheinbar gibt es hier heute wirklich eine Party. Okay, und die Wachen? Sicherheitsleute ohne Ende. Gordy ist wohl ein bisschen paranoid. Und hier hört's auf, das mit den Perlen. Wir gehen nochmal zurück. Ich will das nur... Ja, hier. Und Herz wieder abhalten. Okay. Hey, da ist eine nackte Frau.
Flaschen wieder. Was für ein Palast! Der muss im Geld schwimmen. Glauben Sie, was das ganze Zeug wohl gekostet hat? Lassen Sie uns später über Kramers Deko reden. Was ist denn mit dem Verhalten? Ich finde es hier irgendwie unheimlich. Ja, ich auch. Ich suche Gordy Kramer. Sie bleiben so lange hier. Okay? Okay. Sie sagen, wenn ich helfen kann. Ey, lass sie doch mitkommen, Mann. Quasi. Jawohl. Hi, ich bin Scott. Es ist ziemlich laut hier, was? Weg ist er. Ey, was machen die denn da? Die haben sich nicht lieb. Doch, die haben sich. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Hallo. Hi. Klasse Party, hä? Hi. Neu hier? Noch nie vorher gesehen. Na? Dann lernen wir uns kennen, Kumpel. Wow, du bist ein netter Kerl. Ich mag dich. Mein Freund. Mein Freund. Sehr. Der Job hat doch Vorteile. Ich habe einen neuen Freund. Ach so. Okay, aber mehr sagt er uns nicht. Aber wir haben schon einen auf der Party auf unserer Seite. Das ist mal. Gordy. Haben Sie Gordy gesehen? Sorry, nein. Whisky pur, kein Eis. Jawohl. Aber nur ein. Warum laufen die Frauen hier alle im Bikini? Hey Mann, haben Sie was für mich? Sehe ich vielleicht wie ein Dealer aus? Verpiss dich! Aha. Was ist das? Keine Ahnung. Weißt du vielleicht, wo Gordy ist? Hallo, Gordy. Wir wollen auch tanzen. Warum? Moment. Ein Swimmingpool, das ist verdächtig. Okay, hier können wir nur einmal rum. Okay, ich muss Gordy Kramer finden. Jemanden zu finden, der nicht sturzbesoffen oder high ist, wäre ein Wunder. Ich bräuchte jetzt eins. Hallo. Oh, man kann sich da hinsetzen. Moin. Kommen Sie oft her? Kommen Sie oft her? Tolle Party, hä? Wollt auch keine Freunde finden? Wir haben doch schon einen Freund. Ich weiß nicht, was heißt. Ich habe Lauren länger nicht gesehen. Ich schaue lieber mal nach. Ja, wo ist sie denn? Da ist sie doch. Alles okay? Mir gefällt sie irgendwie nicht. Haben Sie schon was? Ich will weg. Noch nicht. Gordy ist schwer aufzutreiben. Ich frage weiter. Sie warten.
Lass sie doch mitkommen, Mann. Oh, dumme Nuss. Gordy? Hi, ich suche Gordy. Haben Sie ihn gesehen? Schon vor einer Weile. Sie werden ihn kaum treffen. Er ist sehr selten bei seinen Gästen. Wirklich? Warum schmeißt er dann eine Party? Fragen Sie ihn doch. Okay, dann ist er vielleicht gar nicht hier. Also dann ist er mit Sicherheit nicht hier im Partyraum. Ja? Ist gerade was? Hi, ich möchte zu Gordy. Gordy ist gerade beschäftigt. Hau ab! Hey, Mr. Franklin meint, ich kann hoch. Ich werde dir deine Kohle gleich sonst wohin stecken, Mann. Hau ab! Ich nehme dich! Mr. Franklin? Wenn ich zu Gordy Kramer will, muss ich es anders anstellen. Okay. Eine Ablenkung. Die müssen von der Treppe weg. Nur so lange, bis ich durch bin. Lauren. Ich bin in einer Sackgasse. Vielleicht bringt mich eine Idee von Lauren weiter. Jawohl, Lauren. Ruf uns mal. Was ist denn jetzt mit Gordy? Er ist oben. Zwei Gorillas stehen im Weg. Soll ich das regeln? Ja, Mama. Partner. Was wollen Sie machen? Mit den Pumps den Popo versohlen? Ich regle das. Seien Sie nur Startler, sobald die weg sind. Lauren, mach. Hey, Lauren. Okay. Ja, ich bin startklar. Hallo? Mal drin. Hey, Blick auf den Stuhl. Also, hier können wir vielleicht mal kurz nach Lauren gucken. Sorry. Nee, die ist weg. Nee, da ist sie. Okay. Alles klar, sie ist noch da. Mr. Kramer. Psst, jetzt kommt das Beste. Was denn? Er hat gelacht. Ich heiße Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte da ein paar Fragen. Was hat denn der Typ genommen? Also, sagen Sie mir genau, was mit Joseph Brown passierte. Raus! Verstanden? Los, verpisst euch! Die sahen aber auch. Was wollen Sie? Sind schon fertig mit der Welt aus. Ein Zeuge sah Joseph Brown, als er in ihre Limousine stieg. Er wurde dort das letzte Mal gesehen.
Sie wurden verhaftet und verhört. Ihr Vater schaltete sich ein und der Fall wurde zu den Akten gelegt. Erzählen Sie Ihre Version, bitte. Er war allein. Ich bot ihm an, ihn heimzufahren. Die Polizei kam, ich erklärte das Missverständnis und konnte gehen. Das war alles. Nichts Anstößiges, oder? Skeptisch. Ich weiß nicht. Ihre Geschichte zieht einfach nicht. Sie reden einen Haufen Schwachsinn. Sagen Sie mir einfach die Wahrheit. Jetzt geht's rund. Na gut. Ich bin der Origami-Killer. Ich hole mir die Opfer ins Auto, ertränke sie in Regenwasser. Ich lege sie irgendwo ab, eine Origami-Figur in der Hand und eine Orchidee auf der Brust. Ich tue das aus Langeweile, Mr. Shelby. Es ist ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Nichts weiter. Das ist er nicht. Ist Ihnen das so recht? Oder wollen Sie mehr? Ende der Befragung. Weg mit dem Clown! Was? Oh nein! Au! Aua! Aua! Nee, so schnell kann ich doch nicht mehr. Autsch! Danke fürs Kommen, Mr. Shelby. War mir ein Vergnügen. Schaff ihn weg. So, und jetzt mit ihr zusammen hätten wir die beiden fertig gemacht. Aber nein. Die ganzen Sachen, die er gesagt hat, die kann er halt von der Presse wissen, ne? Also war ja auch immer aktiv dabei. Mittwoch, 19.42 Uhr, 57,86 Millimeter. Und wenn ich mich unbeliebt mache, dieser Typ hier, der regt mich echt auf. Ich weiß nicht warum. Er war einfach, ich weiß nicht. Okay. Wohin soll ich jetzt? Es muss einen Hinweis geben. Oder irgendwas. Was zur Hölle soll ich hier? Die Origami-Figur war ein Schmetterling. Suche ich jetzt einen Schmetterling? Naja, keinen echten. Das ist das alte Pico-Kraftwerk. Ich dachte, es existiert nicht mehr. Da hinten ist ein Schmetterling. Vielleicht eine Falle? Ich passe lieber auf. Ja, kriegt er nicht hin, ne? Ne. Okay. Ist ein Schmetterling. Schmetterling? Okay, da kommt man ja hoch. Cool.
Autsch. Okay, hier ist noch ein Schmetterling. Können wir das von hier öffnen? Nee. Es muss einen Weg ins Gebäude geben. Okay, er will rein. Was? Stacheldraht. Irgendwo muss man durchkommen. Okay. Schauen uns ein bisschen um. Der Weg wird uns ja schon angezeigt, aber vielleicht gibt es noch einen anderen. Oh. Nö. Okay. Also der Strom läuft hier noch. Das Kraftwerk, auch wenn es angeblich nicht mehr funktioniert, funktioniert noch. Okay, ich dachte, da kommen wir halt noch weiter, aber das scheinbar nicht. Was will es von uns? Aha, da war die Origami-Figur gesehen. Aha. Das heißt, wir sind auf. Der Killer war hier. Oder er hat Komplizen. Kann ich auch sein. Ja. Hallo? Streichhölzer. Auf jeden Fall rein. Und hier ist nichts. Lieber da rein. Was? Na klasse. Aber es ist ja nicht zugefallen, das heißt, er könnte es mit seinen Füßen. Das ist ja Knochen. Was? Nee. Scherben, scheiße. Glas. Glassplitter. Messerscharf. Zurück geht nicht. Ich muss da durchkriechen. Ganz langsam. Sonst reiße ich mir die Arme auf. Das Problem ist Tastatur und langsam, ne?
Beim Controller könnte man da halt den Knopf so angetippt lassen. Mit Tastatur macht er immer gleich rechts lang. Die Streichholzflamme. Sie zeigt, woher die frische Luft kommt. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Langsam zu machen. Wenn wir das jetzt zu schnell machen oder ich die Taste gedrückt hätte, dann wird es immer roter. Wegen der Steuerung in der Kamera. Da, zur Leiche. Da ist eine Leiche. Hey, was macht er denn da? Nein! Aus zurück! Ich war wohl nicht der Erste hier. Und der Typ hat den Ausgang nicht gefunden. Aber... Okay, an dem kommen wir nicht vorbei. Alter, wenn du das noch einmal machst. Nein, umdrehen. Willst du mich verarschen? Guck mal, umdrehen.